Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Heroes of the Storm. Nochmals mit Storm und mir. Hi. Und wir spielen wieder unsere gute Tank-Kombo. Ja, warte mal, wir sind Horde. Ja, wir sind auf der Horde-Seite. Ja, sehr gut. Alter, der Asmul-Skin ist halt übel cool. Hört mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, das ist rot. Echt? Finde ich ja, super geil. Selbst wenn ich nicht da hingucke, es fällt mir im Augenwinkel auf. Aber dein Grün. das sticht nicht so krass aus wie dieses Rot, finde ich. Das sieht so aus wie so chinesisches Neujahr. Nee, das ist ich weiß nicht, woher. Entweder ist es eins von den Standards. Ist ja der Elite-Skin in Rot. Der damalige Elite-Skin in Rot. Leute, der hat schon mal getroffen, den Falls. Ja, der kann halt von unserem Turm bis zu den. Ist die Trap von ihm auch? Ja, oder? Ja. Musst du Last hitten oder was musst du machen? Einfach nur angreifen. Und es ist egal, was ich angreife. Herzchen. Für die Bronzebärte. Lol, Arthas ist Top Lane. Ja, Single Laner. Kann, ist halt, halt gut, ist ein Wave Clear. Du bist jetzt hier gerade allein. Ne, du hast noch Ding da. Weiß. Und wir müssen den First Kill machen. Bin unterwegs. Nein, der Minion stand im Weg! Ah, oh, ich hätte den zu gut erwischt. Ah, er fliegt halt raus, weißt du. Ich move mal schnell runter. Ich hoffe, der kann Liming wirklich gut spielen. Ah, oh, ich hab's verfehlt. Ich komm wieder Mitte. Wieder von hinten. Komm! Jawohl. Nice. Good job. Ich hab ihn mit meinem heiligen Licht getötet. Eigentlich mit meinem heiligen Stern. Na okay, die pushen zu arg gerade. Ja, wir müssen eh unten die Dinger machen. Ja. Wir müssen das Gefängnis des Feindes einnehmen und gleichzeitig verhindern, dass sie unseres erobern. Ah, diese typischen Human Sounds, gell? Ho! Ho, ho! Ja. Ich bin betäubt. Hat jemand Ken? I have to go. Dank immer eurem
Ah, der Sprung von dem blöden Bären, hey. Ja. Leute, der Bär kann auch die Schlange equipped haben. Ja. Ja. Wie ein Held. Das hat übelst tanky, ey. Na, der hat abgebrochen, so knapp. Nice, Bär ist tot. Die Lilly stirbt halt nicht. Nee. Aber der. Auch wichtiger gewesen, als Lilly zu töten. Was, Lilly wäre wichtiger gewesen? Nee, nee, Rex war das Wichtige. Er spielt halt zwei Charaktere. Erzählen. Wo kommen die Midlane oder? Ah ne, die kommen ja alle Lanes. Nee, naja. Und solange wir uns bei denen im Kreis aufhalten, wenn die dann da sind, machen wir mehr Damage. Nice. Alles gut. Geh ein bisschen zurück, das schaffen wir nicht, das sind vier Stück. Hoch. Gehen wir hoch, gehen wir hoch. Oder bleibst du da, dann gehe ich hoch schnell. Nee, das, falls das kommt. Es wird mehr als das benötigen, um den Forstwolf klar aufzuhalten. Oh, die Menge sind mal weggekommen. Ja. Uiuiuiui. Die kommen runter. Ja, ist gut, ich bin weg. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Schaffen wir das Top-Söldner-Lager? Was ist denn? Das ist das Boss-Lager. Das ist Boss. Ja, okay. Ja, ja. Es gibt hier auf der Map zwei Bosse. Top und Bot. Ja. Ja. Logisch. Oh Leute, die wollen das dem machen. Ja, Rexar kann den machen, theoretisch allein. Ich weiß nicht, ob er es noch kann, aber er konnte es machen. Oh oh, ich bin tot. Ich hab keine Ulti. Nein, ich hab keine Ulti. Oh. Dankeschön. Jetzt hab ich meine Ulti. Dann den Boss halt trotzdem immer noch. Naja, aber die schaffen es halt nicht. Doch, Rexar kann es alleine machen. Ah nein, ich bin betäubt. Ja, der Boss hat, der Boss greift uns an. Ja. Okay, das war wichtig, dass wir den rausnehmen. Wenn wir so weitermachen, können wir den Boss fertig machen. Ja, klar. Nein! Das ist unser Boss, also alles gut. Ist gut gelaufen. Oh, Mana, Mana. Ja, hab Gott sei Dank den Rag, das ist halt übel wichtig. Ja, ich mache mit Auto-Text meine Regeneration. Sollen wir mal den Ding hier einnehmen? Ja, ja. Ich hol nur schnell meinen Mana fertig. Und jetzt unter dem Camp in der gegnerischen Base könnte halt Junkrat stehen, theoretisch, oder Hammer. Ja. Um das Ding zu verhindern, dass wir es einnehmen können. Aber halt auch nur so lange, wie die Festung steht. Ja, aber Asmodank ist ja dann da auch ganz schön gut, hä? Ja, aber der hat mit seiner Q abgekürzt. Ach stimmt, Sergeant Hammer hat ja eine Dauer-Range. Ja, und die Range reicht halt perfekt bis hier rüber. Also man kann das von keiner Position aus einnehmen. Das war halt übel dumm von der Lilly. Das war also der unsmarteste Move on Earth. Oh lol. Nein, ich hab Angst! Ah, oh, schade. Leute, der Junkrat hat er echt noch gekriegt. Noch aber Ding stimmt gerade, Asmo. Nein, Asmo!
ich habe eine Untergrundwaffe, alles gut. Und Junkrat tötet jetzt Ding noch gleich. Lol, die Midlane wird gerade von der Ding gepusht. Ja, ja, aber der, die Gefangenen da sind stärker. Wird doch immer, ja, ja. Da ist die Lilly wieder. Ja, Auto-Attack, das soll sie machen. Und jetzt wollen wir halt irgendwie in dem Kreis nicht mehr schaffen. Lol, Bärchen. Alter! Gesilenced? Oh! Komm her! Ihr sollt mir weg. Ja. Sind zu viele. Kommst du weg? Nope. Fuck. Sorry. Hinterher! Holt durch den Zwerg! Nein! Leave me alone! Oh lol, Asmodan hat den getötet! Hä, wo hat denn Asmodan gestanden? Oh nein, Junkrat. Ja, wahrscheinlich am Arsch der Welt, hat einfach irgendwo hingeworfen. Oh! Oh lol! Das war der letzte Schlag, den ihr der Hoffnung. Ja, komm! Wehgetan! Alter, der Junkrat, das war schon gut, ey. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ja. Das war richtig smart. Meine Ultine-Abgabe hätte es vielleicht rausgeschafft. Ja. Aber ich musste ja Asmodan retten vorhin. Das war trotzdem übel gut. Ja. Genau so. Obwohl ich sagen muss, hier auf dem Altaraktal ist es halt doch ein bisschen knapper noch als jetzt bei den anderen Maps. Ein bisschen knapper. Bei uns steht praktisch alles. Nee, ich meine jetzt halt von den Ding hier. Weiß, hier, dass die Creeps sind ein bisschen ausgeglichener, finde ich. Ach so. Ja, es geht. Ich komme Midlane. Wir müssen das Ding hier eingreifen. Oh, das sind viele! Das sind sehr, sehr viele! Erhöht die Höhe des Sprungs. Ah ja, genau. Die Zeitheilung habe ich jetzt ausgeschaltet. Das heißt, also, ich kann es jetzt automatisch anstellen. Wie kann man nochmal sprayen? Wenn du X gedrückt hast, kannst du es auswählen. Oh lol, der ist außerhalb von meiner Range gegangen. Oh, cool. Hat schon einen falschen Ding. Was ist das? Zack! Zack! Weg mit dem Healer! Oh nein, ich kann nicht. Warte, bin ich nicht mehr rechtzeitig gekommen. Upp! Na gut, dann heilt sich einfach. Okay, dann machen wir halt das da. Das Ding. Ja! Der hat er gedankt, ey. Lange nicht abdankt, ist mir sicher. Ja. Okay, die macht. Lol. Es ist halt so annoying, ey. Willst du eigentlich mich aufhalten oder was? Könnt ihr mir vielleicht mal helfen? Doch alleine da. Ist doch einer. Hä? Doch keiner. Ja, aber die können das doch dann auch machen. Ja, die Minions, ja. Ja. Musst du halt aufhalten. Ja, mach ich doch! Aber ich habe nicht so viel AOE. Ich habe nur ein AOE nee, alle. Reicht ja, wenn du daneben stehst, damit dich angreifen. Ja, ich habe aber auch nicht so viel Leben, Alter. Ich bin ja nur der Tank. Es ist so krass, die machen irgendwie daran denken, oh, machen wir oben Boss. Junkrat kommt, tötet einfach weg so. Räuber zu mir! Ja, die Horde gewinnt einfach nur. Was ich aber interessant finde, ist, dass die hier wirklich eine andere Farbgebung genommen haben, weil normalerweise ist ja die Horde rot. Ja, nee, das liegt daran, dass wir auf die Seite sind. Dass wir die Seite sind, okay. Ja. So, die Gegner sehen uns in Rot und wir aber nicht.
Der gute Zwerg auf Seite der Horde. Wer kennt es nicht? Blub. Nein, ich hab Angst, Mama! Aber ich steh grad sehr unter. Ich hab keinen Mana mehr. Alles gut, lauf! Multi. Bleib mal da. Ja. Jetzt ist es eh vorbei. Oh lol. Hab ich gar nicht mitgekriegt. GG. Oh, was ein Spiel. Oh, ah, jawohl, Leute. Und jetzt werden wir sogar eingerankt hier. Ja, Silber. Ja, hundertprozentig. Sag Silber 3. Ich sag Silber 4. Aber ging mir auch erst durch den Kopf, aber ich wollte positiv bleiben. Nee, ich bin negativ, Alter. Silber 9. Sag einfach Bronze. Ah, das Silber 5. Okay, ist sogar noch schlimmer. Ich war näher dran. 185 Punkte nur? Ach so, weil persönlicher Rangausgleich. Großartig, du warst 100% des Spiels am Leben. Damit liegst du. Diesmal bin ich nur 99% oder im Durchschnitt. Ja. Wie kann das sein? Ey, weißt du, das ist so lächerlich. Weil ich Uta favorisiert habe, als unter den Charakter, kriege ich minus 2 Rangpunkte. Hä, warum? Weil ich mit Silber- und Bronze-Leuten gespielt habe, kriege ich minus 13 Punkte. Aber das ist klar, weil ich halt ein leichteres Spiel hatte, theoretisch. Naja, also ein leichteres Spiel wollen wir jetzt ja auch mal so stehen lassen. Leute, theoretisch, weil ich Gold bin, du Silber. Silber 5, hätte ich mal gesagt, ist eine stabile Leistung. Wir haben 4 Wins. Muradin, ey, ihr könnt dir das vorstellen, ich habe 3 Siege über Muradin. Ich glaube, ich sollte Tank spielen. Ja, meine Siege, sie gehen auch alle über Lilly und Uta. Krass, ey. Ja, das ist halt, man muss halt wirklich sagen, in solchen Spielen sind oftmals halt die Knackpunkte gerade hier sowas wie die Tanks oder halt der Healer, je nachdem. Wenn der halt zu weit vorgeht und stirbt im Early Game zu oft und die Gegner fokussen ihn, was die jetzt hier halt überhaupt nicht gemacht haben, dann ist es halt meistens vorbei. Und ich deswegen, hab ja keine Chance, mich zu fokussen eben. Ja, richtig. Und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Guckt doch beim Storm auf Twitch vorbei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.